Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Darüber streitet die Welt. Haxe vorkochen oder nicht vorkochen? Weil ich noch nie Haxe gemacht habe, habe ich mir diverse Rezepte angeguckt. Manche sagen, brauchst nicht vorkochen, andere sagen, ohne vorkochen kriegst du die Schwarte nicht knusprig. Die anderen sagen dann wieder, ja, aber wenn du vorkochst, also Schweinefleisch, dann geht der Geschmack raus, gekochtes Schweinefleisch schmeckt sowieso widerlich. Die anderen sagen, ja, aber... Und wisst ihr was, Leute? Ich werde mir jetzt mein eigenes Bild bilden. Ich habe mir zwei Haxen besorgt. Natürlich werde ich mir jetzt nicht zwei Haxen machen, weil das gemein ist. Ich bin hier sozusagen gerade Alleinesser. Das heißt, ich habe jetzt die erste Haxe hier vorne liegen. Die werde ich nicht kochen, die werde ich dämpfen. Sprich, die kommt in der Konsistform auf dem Gitter, unten drunter Flüssigkeit. Lass mir die erstmal vorkochen, bis vordämpfen, bis 75 Grad ungefähr. Und dann kommt die auf die Rotisserie und wird angeknuspert. Schauen wir mal, was passiert. Was ich dazu brauche, ist ganz einfach. Aluminiumfolie, Backpapier oder Butcherpaper, je nachdem, was ihr gerade da habt. Salz, mein Thermometer, ein scharfes Messer, eine Konsistform mit dem Aufsatz, ein Brett und natürlich darf die Haxe nicht fehlen. 1,3 Kilo, vom Metzger habe ich die geholt. Ich lasse mich mal überraschen, was das wird. Also mit dem Messer ritzen wir jetzt die Haut ein. Nicht zu tief. Das kann man im Übrigen auch machen, wenn das Fleisch schon gedünstet ist. Aber dann ist das heiß und dann packe ich das nicht so gerne an. Deswegen mache ich es jetzt. Wenn das mal zu tief wird, ist das egal. Aber nach Möglichkeit sollte man es vermeiden. Wenn ihr kein richtig scharfes Messer zur Hand habt, nehmt einen Cutter. Geht super. So. Dann nochmal quer dazu. Jetzt Salz. Gar nicht sparen. Moment, ein bisschen Ärmel hochkrempeln. Schön. Überall schön einreiben. Zack. Wir brauchen einen Fühler, der schön am Knochen vorbei hier in die Mitte geht. Unten rauslaufen lassen. So, das Backpapier mache ich nur deswegen drauf, damit die Alufolie nicht mit dem Fleisch in Berührung kommt. Jetzt hätte ich beinahe das Wichtigste vergessen. Flüssigkeit. Ja, ich habe mal wieder die Kamera vergessen anzuschalten. Unten drunter habe ich jetzt Rinderbrühe. Darauf dann halt das Rost, darauf die Haxe, die schön gesalzen ist. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass man das noch gesehen hat. Das Ganze geht jetzt auf den Grill und zwar bei, boah, ich sag mal so 180 Grad, 200 Grad, sodass das Wasser richtig verdampfen kann. Die Haxe soll richtig schön dämpfen in der Rinderbrühe. Schweinebrühe gibt es ja leider nicht. Gemüsebrühe hätte ich noch nehmen können, hatte ich aber keine da. Also Fond. Also hier, so. Das heißt, das hier geht jetzt ab zum Grill. Dann werde ich das Ingwert anschließen und dann gucken wir, dass wir eine Temperatur von 75 Grad anstreben. Danach geht es dann auf die Rotisserie und dann hoffe ich, dass das alles so wird, wie ich das gerne hätte.
So, das kommt jetzt mittig drauf. Alle vier Brenner sind auf niedrigster Stufe an. Deckel zu, Knoten entfernen. Aktuelle Kerntemperatur 8 Grad. Die kommt da gerade aus dem Kühlschrank. Ich denke, die sinkt jetzt sogar noch ein bisschen. Normalerweise ist der Kühlschrank so 5, 6 Grad. Ja, ich lasse mich mal überraschen, wie lange das jetzt dauert, bis da die 75 Grad erreicht sind. Ich setze mir jetzt erstmal einen Timer. So, ich habe mir das Kerntemperaturthermometer auf 70 Grad eingestellt, dass er mir da Bescheid sagt. Weil bis ich dann hier am Grill bin, alles umgebaut habe, vergeht ja auch noch ein bisschen was. Also insofern, 70 Grad ist gut. Gut, dass ich mir das Thermometer auf 70 Grad eingestellt habe. Ich habe es nämlich nicht gehört. Und jetzt sind wir schon bei 74. Das heißt, ich werde es jetzt auspacken, auf den Spieß umpacken und dann loslegen. Also, gut riechen tut's, bin ich froh, dass ich hier Müll habe. Oh ja, oh, das sieht gut aus. Den Spieß hier irgendwo am Knochen vorbei, möglichst zentral. Boah, das geht butterweich durch. Was hier hinten, da ist Knochen. Dann versauen wir uns nicht den ganzen Grill. Deckel zu und mit voller Kanne Feuer frei. Das werden gleich so 250, 260 Grad sein. Ich denke, damit kriegen wir die Kruste angebrutzelt. Ich werde jetzt alle 10 Minuten mal gucken, wie es aussieht. 210 Grad, 20 Minuten. Ah, es wird langsam, es wird. Die ersten sind schon aufgepoppt, wie man sieht. Das Fleisch hat sich gut zurückgezogen. Oh ja. Ja, ich sage jetzt mal, das ist fertig. Da ist das gute Stück. Da, das ist knusprig. Jetzt nehmen wir mal den Handschuh aus. Ich weiß aber, oh, guckt euch das mal an. Wird so auseinander. Also, es ist wie immer heiß wie Sau. Boah. Boah. Es ist heiß wie Sau. Oh, super lecker. So, wie ihr gesehen habt, Sauerkraut, Rotkraut und Klöße sind in ausreichender Menge vorhanden. Scherz, ich werde die Haxe jetzt für mich alleine verputzen, da brauche ich kein Gemüse. Fleisch. So, Haxe Nummer 2. Mache ich gar kein großes Spiel drum, ist jetzt schon auf dem Drehspieß. Da habe ich weder die Schwarte eingeschnitten, noch habe ich das Ganze vorgegart. Das heißt, die ist jetzt pur sozusagen auf dem Drehspieß mit gesalzener Schwarte, ja. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Eine Stunde um, Kerntemperatur erreicht. Jetzt gucken wir noch schnell nach, wie es aussieht mit der Kruste, ob die in Ordnung ist. Aber so das erste Augenblinzeln, was ich in den Grill gemacht habe, das sah schon ziemlich gut aus. Ja, da würde ich sogar sagen, das ist besser als bei der vorgekochten. Gut, jetzt habe ich hier natürlich viel mehr Salz drauf. Das war bei dem Dämpfen nicht, da ist das Salz nämlich alles abgefallen. Das dürfte gleich ziemlich salzig werden, aber das probiere ich aus. Ich mache es ab und dann nehme ich euch mit da drin. Ja, dann gucken wir mal, wo wir anschneiden. Ja, wie gesagt, Problem ist, Salzkruste ist natürlich oben drauf. Was passiert, wenn man es nicht dämpft oder kocht? Aber schön knusprig. Oh. Oh. Halt.
Also wie ihr gehört habt, knusprig ist er. Jetzt werde ich noch mal ein Stück aus der Mitte herausprobieren. Kruste und Fleisch. Jetzt puste ich aber erstmal. Also Salz alleine reicht an dieser Haxe dicke, muss man ganz klar sagen. Da ist jetzt zu viel dran. Ich habe es aber auch wirklich übertrieben. Aber gut, okay. Da kann die Haxe jetzt nichts für. Fazit. Dämpfen, einschneiden. Also einschneiden, salzen, dämpfen. Und Roti. Das Ganze dauert dann 3,5 Stunden. Oder, beziehungsweise 3 Stunden. Oder knapp 1 Stunde nur auf der Roti, muss ich ganz ehrlich sagen, das reicht dicke. Also 1 Stunde auf der Roti, super, mehr braucht man nicht. Die andere war ein wenig zarter, das muss man ganz klar sagen. Das gedämpfte Fleisch, was da langsam erhitzt wurde, das war schon, also muss ich sagen, war schon ziemlich gut. Aber nicht so viel besser, dass es die 3 Stunden oder 3,5 Stunden da nötig wären. Hier ist halt jetzt am Fleisch ein bisschen mehr Biss dran, aber wie gesagt, das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Ich hoffe, euch hat dieser Vergleich gereicht. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Ansonsten sagt mir, was euch nicht gefallen hat und was euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen hoch oder runter da und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Macht's gut!